Überall in der Region Warterei können die Touristen sich die Umgebung auf den zahlreichen Wasserwegen anschauen. Das Freizeitangebot, das scheint hier wirklich unendlich zu sein. Und auch wir haben die Möglichkeiten noch lange nicht ausgekostet. Und deswegen geht es jetzt für uns erst einmal wieder aufs Wasser. Und das allerdings in einem anderen Boot und an einem anderen Ort. Herzlich willkommen in Blocksel. Fred Martens ist heute der Skipper unseres Vertrauens. Der ehemalige Polizist nimmt uns an Bord der Sloop La Exclusa, die das anliegende Café-Restaurant Sluis Sicht für bis zu 12 Touristen verleiht. Zunächst geht es durch die Schleuse. Die Ampeln regeln, wie im normalen Straßenverkehr, die Durchfahrt der Schiffe. In der Schleuse wird das Wasser ca. 80 cm hochgelassen. So können weitere Passagiere ein- oder aussteigen. Mit Anpacken ist hier angesagt und das ist gar nicht so einfach. Fred Martens führt seit über 3 Jahren Besucher auf dem Wasserweg durch Blocksel. Und so erfahren auch wir einiges über die Historie der kleinen Stadt. Blocksel war einst eine kleine Siedlung, die sich später zu einer Festung am Ufer der Soldersee entwickelte. Hier wurden feindliche spanische Schiffe aufgehalten, die ins Inland eindringen wollten. Im 17. Jahrhundert wurde Blocksel eine bedeutende Handelsstadt. Den Reichtum aus jener Zeit erkennt man an den schönen historischen Handelshäusern, die heute von verschiedenen Stiftungen erhalten werden. Am Hafen liegen die Schiffe der Gäste, vorrangig aus Deutschland und natürlich den Niederlanden. Über den Norderdiep geht es mit 16 km/h in Richtung des Giethorner Meeres, vorbei an Hausbooten und am Wassersportcamping. Hier können sich Touristen Chalets und zukünftig auch Ferienwohnungen direkt am Wasser mieten und so die Vorzüge des Wassersportortes Blocksel und der Region Warterei genießen. Auch das Gebiet hier, wir sind die Eintritt von der Nationalpark. Und ja, die Menschen, die gehen nicht speziell nach Blocksel, aber die Touristen gehen nach das Gebiet hier. Ja, und man kommt auch nach Blocksel. Man muss durch Blocksel, wenn man Wassersportler ist, muss man durch Blocksel fahren, um in das nationale Park zu kommen und auch nach Friesland. Es ist eine Durchfahrt nach Friesland. Wir verlassen das Zentrum von Blocksel und erleben unberührte Natur. Hohes Schilf, lange Wasserstraßen, dazu weht uns ein frischer Wind um die Nase. Für Touristen bedeutet dieser Ort mit Sicherheit ein Stück Erholung, aber auch Einheimische wie Fred Martens wissen die Ruhe hier zu schätzen. Ja, so schön, so schön. Es ist die Ruhe, die Ruhe. Und wenn ich nach Amsterdam wollte, ja, habe ich gewohnt. Ja, dann gehe ich nach Amsterdam, aber im Abend mein eigenes Bett. Ne? Langsam wird das Schilf um uns herum kürzer. Ein Anzeichen dafür, sagt unser Skipper, dass wir in die Nähe des Nationalparks der Virriben kommen. Tatsächlich, ein Schild sagt uns, hier beginnt das Naturschutzgebiet, das wir später noch genauer kennenlernen werden. Apropos Schild, nur wenige Meter vom Eingang der Virriben entfernt landen wir in den Niederlanden. Wir sind kurz verwirrt, aber Fred klärt uns auf. Ja, das ist, ja, man nennt man die Niederlande. Aber ja, da stehen nur 8 Wohnungen. Und ja, man kann sagen, wenn man hier gewesen ist, hatte ich die ganze Niederlande gesehen und ich bin durchgefahren in 2 Minuten. Aber es ist sehr schön. Unser Skipper bringt uns wieder zielsicher zum Anlegeplatz. Wir bedanken uns für diese Stadtführung auf dem Wasser und können Blocksel als Wassersportort wärmstens weiterempfehlen.